Misserfolg. Warum war ich eigentlich früher überhaupt nicht erfolgreich? Um das Thema soll es heute gehen. Ist für mich extrem wichtig, weil ich zeige dir einfach mal, wie ich in meine 20er gelebt habe. Was eigentlich für mich persönlich der große Hebel dann war, wieso sich das Ganze irgendwie so exponentiell nach oben gesteigert hat. Du siehst es nämlich im Hintergrund. Ich bin in der Airport Lounge drinnen, aber der Witz ist da dran, ich habe mich hier für 4 Stunden eingekauft. Das Ganze kostet nur 40 Euro, kannst dich duschen gehen, hast ein schönes Buffet dabei, hast Kaffee dabei, kannst ein Bierchen trinken, kannst eine Coke Zero trinken, so wie ich. 40 Euro, früher hätte ich das niemals ausgegeben, never. Ich habe lieber draußen irgendwo in der Halle geschlafen und habe Leitungswasser getrunken. Und da ist schon der erste Hebel drinnen, was ich dann irgendwann mal so checkt habe, du musst Geld ausgeben, damit irgendwann auch wieder etwas für dich reinkommt. Aber wie war es bei mir in die 20er? Also vorweg, ich werde jetzt dann 33 Jahre alt, also so alt bin ich ja noch nicht. Aber in diesen Jahren hat sich so viel geändert, du musst dir das vorstellen. Ich habe früher viel gearbeitet, also wirklich richtig, richtig viel. Ich habe das auch in einem Interview erzählt gehabt, das kann man sich eigentlich so ganz selten vorstellen. Also ich war Zeitsoldat. Habe dort ganz normal Montag bis Freitag gearbeitet und durch dem, dass ich gelernter Koch bin und in einer Arbeiterfamilie groß geworden bin, hat es für mich einfach immer nur Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten gegeben, Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen, aber nie dieses, ja, investieren. Und wenn du immer nur arbeitest, hast du ja gar keine Zeit, dir Gedanken über dein Geld zu machen. Natürlich habe ich versucht gehabt, am Anfang zu investieren, wo ich dann 18 geworden bin, habe ich Geld investiert in Fonds, wo du 5% Gebühren zahlst, dass du dich überhaupt einkaufen darfst und danach auch die jährliche Gebühr, wo ich einfach so im Nachhinein jetzt sage, ja krass eigentlich, also ich habe das ja damals gar nicht gewusst, auch damals dieses Social Media Thema, das hat es einfach nicht gegeben gehabt. Und da muss man halt sagen, ich bin komplett naiv an dieses ganze Thema Investieren rangegangen. Aber ich wollte schon immer so mehr erreichen im Leben. Also ich habe diesen Ehrgeiz schon gehabt, aber auch irgendwo auf die Jahre hin verloren, weil man arbeitet, man arbeitet, man arbeitet. Man sieht zwar, dass das Geld mehr wird, aber man kann mit dem gar nichts anfangen. Also ich bin schon auch mal im Urlaub geflogen, aber selbst im Urlaub, ich blende das hier mal ein, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe in 2-3 Euro Unterkünften gelebt, also in Dorms. Und also für 5 Wochen Urlaub habe ich 1700 Euro ausgegeben mit Flug, mit Unterkunft, mit allem drum und dran. Und das ist ja eigentlich nicht viel. Also wie auch gesagt, sowas wie hier, so eine Lounge habe ich mir gar nicht gegönnt. Und das ist echt wichtig, also auch für dich, wenn du bequem reisen möchtest, wenn du... Ja, wir möchten ja auch einen höheren Standard haben im Leben. Also da kann man ja sagen, was man möchte ja auch auf einer gewissen Art und Weise bedienstet werden. Das heißt einfach, mein Essen steht da. Also natürlich holt man sich das selbst am Buffet, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel noch ein Käffchen möchtet, da ist der Barista, dann gehst du einfach dorthin und fragst, ob der dir ein Käffchen machen kann. Das ist doch was richtig, richtig Schönes. Es ist eine Dienstleistung, was man sich erkauft. Da vorne habe ich 40 Euro zahlt für 4 Stunden. Wenn man sich das runterbricht, hier ist es ruhig, hier ist es angenehm, ist doch genial. Und das war ich früher einfach nicht bereit, dieses Geld zu investieren. Und durch dem, dass ich auch viel gearbeitet habe, habe ich ja gar nicht die Zeit gehabt, dass ich mich irgendwie in dem Thema Finanzen weiterbilde. Beziehungsweise spreche ich vielleicht jetzt für die Mehrheit, die dieses Video anschauen. Unsere Eltern sind ja eine verbrannte Generation, wenn es um das Thema Investieren geht. Dort gab es immer nur das Eigenheim oder oftmals nur das Eigenheim, oftmals nur auch diese, wie sagt man da, Zinssparpläne-Dingens, da weißt du schon, auf 3 Jahre das Geld fest angelegt für 3% Zinsen. Früher hat es ja auch mal 7% Zinsen gegeben, aber gleichzeitig haben ja unsere Eltern, und das muss man sich auch mal vorstellen, wenn die ihr Haus abbezahlt haben, ihre Wohnung, ihr Grundstück, die haben ja 10, 12, 13% Zinsen teilweise gezahlt. Das kann man sich ja heute auch nicht mehr vorstellen. Und da auch an meine Eltern Chapeau, dass die das da reiskalt durchgezogen haben. Und was bei mir so... so auch ein Wendepunkt war natürlich der Umkreis. Plötzlich ist bei mir in die Küche jemand gekommen, der Albert, den kennt ihr ja sicherlich auch, der hat mit Amazon FBA nebenbei Geld verdient, neben seinem Vollzeitjob als Soldat. Und das war dann für mich so der erste Schritt, so, oh, da gibt es jemanden, der dir das vielleicht lernen kann. Und der hat mich immer vorgepusht, so, Holly, komm, mach mal was.
tu dies, tu das, tu jenes. Der Albert hat ja auch einer der größten deutschsprachigen YouTube-Kanäle damals gehabt und der hat mir mal seine Einnahmen gezeigt und das war dann so für mich so der Schlüsselmoment tatsächlich, wenn es da wirklich jemanden gibt, so, so ein greifbarer Mensch, der dir zeigt, hey, schau mal her, dies, das, Ananas. Das war 2018, das war Dezember 2018 und im Februar 2019 habe ich YouTube gestartet. Du musst dir das mal vorstellen, ich meine, ihr kennt mich ja schon ein bisschen länger oder du kennst mich schon ein bisschen länger. Ich bin im tiefsten Bayern aufgewachsen, ich bin gelernter Koch. Meine Hauptschule habe ich seit der 7. Klasse komplett durchgeschummelt. Mein Wortschatz, mein Satzbau war mega, mega schlecht. Ich habe eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Das liegt aber auch daran, dass ich in diesem Bereich extremst faul bin, weil mir das egal ist, weil mir das nicht wichtig war damals. Heute muss ich sagen, schäme ich mich schon auch so ein bisschen für mich selbst, dass ich nur einen begrenzten Wortschatz habe, dass meine Aussprache teilweise richtig schlecht ist. Deswegen gebe ich mir da extremst viel Mühe. Also es sind viele, viele Sachen, warum ich früher nicht erfolgreich war. Aber es war das Jahr 2020, Corona, viele Probleme, also viele private Probleme hat es bei mir gegeben gehabt und da bin ich ja dann eben auch zum Psychologen gegangen, kann es ja auch alles offen ansprechen, also es ist ja kein Geheimnis oder sonst irgendwas. Mir ist es sogar wichtig, dass ich das aussprechen tue, weil sich das auch wenige trauen, dass da sagen so, hey, ich muss jetzt auch mal psychologische Hilfe nehmen. Im Endeffekt sind das ja auch nur Coaches, die dir helfen, das Erlebte zu verarbeiten, dir wichtige Sachen beibringen, zum Beispiel, dass hier in der Mitte dein Ruhepol ist. Das heißt, wenn du gestresst bist, genervt bist, hast du einen Ort im Kopf drinnen, da wo du extremst glücklich bist, extremst zufrieden, wo du die Sachen riechen kannst, wo du Sachen hörst. Und wenn ich mich da hier irgendwie so berühre, dann weiß ich so, das ist mein Mittelpunkt. Du denkst automatisch an diesen Ort und das macht auch ganz viel mit den Menschen aus. Also das war schon mal für mich ein extremst guter Hebel, zu verstehen, so hey, du brauchst einfach Hilfe, du kannst nicht alle Sachen allein in deinem Leben bewältigen. Hinzu kommt, im Jahr 2020 habe ich ein Coaching besucht. Ja, es gibt viele Menschen, die so sagen, so ja, Coachings sind schlecht oder sonst irgendwas, aber das sind die Menschen, die haben noch nie ein Coaching besucht und die waren auch nur nie bereit, eine hohe vierstellige Summe in sich selbst zu investieren. Und die Leute, die werden das auch niemals machen. Und für mich ist es immer noch unvorstellbar, dass ich das tatsächlich gemacht habe, gell? Also Chapeau, da klopfe ich doch mal gern aufs Holz, weil das Ding ist, schau mal an, wenn wir im Hochpreissegment unterwegs sind, das heißt, wenn etwas mehrere tausend Euro kosten, zum Beispiel ein Coaching, dann tust du ja auch viel Zeit investieren, viel Liebe investieren, dass du erfolgreich wirst. Und die Coaches, da gibt es auch ein paar Hebel, die schauen schon auch, dass du erfolgreich wirst, weil die möchten ja mit dir ein Video dann drehen, so, weißt schon, so, hey Holly, erzähl doch mal, wie war unsere Dienstleistung? Und du gehst dann rein und sagst so, bam, 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 richtig, richtig geil, war das geilste ever und sonstiges. Und bei mir war es tatsächlich so, die haben schon auch geschaut, dass ich erfolgreich wird. Da war dann auch plötzlich eine 1:1 Session dabei, für mich extra, und die hätten das echt nicht machen müssen. Also es ist um YouTube-Coaching tatsächlich gegangen. Und die haben mir das Verkaufen beigebracht. Woher soll ich es wissen, was mein Wert ist? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Alter, ich bin gelernter Koch, ich war Soldat. Keine Ahnung, ich habe gar keine Zeit dafür gehabt, dass ich mich mit solchen Themen beschäftige. Genauso wie ich mich mit diesem Thema Depotstruktur, Depotaufbau gar nicht beschäftigt habe. Das hat mir dann der Alex alles beigebracht. Und da auch schöne Grüße an Alex und auch an Logical Lemon gehen da raus, weil ohne euch hätte ich das heute gar nicht. Und ich bin halt so ein Typ Mensch, durch den, dass ich ja früher extrem sparsam gelebt habe. Also ich habe auf 1000, maximal 1200 Euro im Monat gelebt und da war auch schon das Geld für den Urlaub und alles mit dabei. Kann ich das halt heute umso viel mehr schätzen. Und ja, es war dann auch, also das muss ich heute immer noch lernen, gell, durch dem, dass ich ja auch extrem sparsam unterwegs bin, Geld auszugeben. Also bei der Lounge habe ich jetzt gar nicht überlegen, ja okay, das wäre jetzt schon wieder fast gelogen. Ich habe schon ganz kurz überlegt, gehe ich jetzt nur 2 Stunden rein oder gönne ich mal die 4 Stunden? Und dann denke ich mir auch so, Alter, Junge, wegen die 15 Euro hin oder her, gönn es dir. Und jetzt wird es noch spannender für mich, weil ich schmeiße mir jetzt auch so selbst ein bisschen ins kalte Wasser rein
Ich bin jetzt gerade in Kuala Lumpur. Für mich geht es dann in 3 Stunden nicht mal, ein bisschen über 3 Stunden habe ich noch, nach Japan. Und jeder, der sich mit Japan ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass Japan auch ein bisschen teurer ist als Reiseland. Man muss halt sagen, warum ist Japan teurer? Also einerseits, ich arbeite ja auch, also ich habe hier meinen Laptop dabei, YouTube ist auch für mich Arbeit, aber es ist halt, weißt du, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, es ist halt mein Hobby. Mit meinem Hobby darf ich Geld verdienen und ganz ehrlich, was gibt es Geileres am Ende des Tages? Und Japan ist ja auch wiederum so, es ist ja sehr teuer. Vor allem eben so mit Reisen, Sachen anschauen, essen gehen, Fitnessstudio und Co. Also ganz normales europäisches Leben, wenn man dort führt, würde jetzt einfach mal schätzen, so um die 4.000 Euro im Monat. Und das ist wahnsinnig viel Geld, das man da ausgibt natürlich. Aber es ist ein wahnsinniges gutes Learning für mich selbst, weil ich habe das früher nicht können, dieses Geld ausgeben und dafür ein Vielfaches zurückbekommen. Egal, ob das Erinnerungen sind, positiv oder negativ, auch negative Erinnerungen sind wahnsinnig wichtig und deswegen freue ich mich jetzt richtig auf Japan, aber auch nochmal auf die Quintessenz zurückzukommen. Warum war ich nicht erfolgreich? Punkt 1 lag es an mir selbst, weil ich faul war, weil ich mich mit Schule überhaupt nicht identifizieren habe können. Also es war Horror, ich habe mich wirklich seit der 7. Klasse komplett durchgeschummelt, habe nur Spicker verwendet, habe die Prüfungen geklaut. Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Viele werden sagen so, ja Holly, ob das jetzt wirklich so wahr ist, aber was habe ich davon, dass ich jetzt irgendwie lüge oder sonst irgendwas, weißt du, wie man, ich möchte mich nicht besser stellen, wie ich tatsächlich bin, ich bin ganz ein kleiner Fisch, also, aber es ist halt schön zu sehen, was man aus seinem eigenen Leben machen kann, auch wenn die Voraussetzungen überhaupt nicht gegeben waren, so richtig, so Arbeiterfamilie groß geworden, immer nur dieses Arbeiten gekannt, nicht dieses 9-to-5, sondern auch ein bisschen drüber hinaus und immer Vollgas geben, Vollgas, war ja auch öfter so ausgebrannt einfach, weißt du, es ist ein Mensch rumgelaufen, aber innerlich komplett Feierabend, also ausgebrannt meines Erachtens, kein Burnout, also es wäre sinnlos meines Erachtens über sowas zu sprechen, aber wirklich ausgebrannt und hat auch lange gedauert, also ich bin auch komplett stresssensibel geworden, also ich hasse Stress über alles. Ich bin auch zum Beispiel, bevor ich jetzt eben quasi auf Langzeitreise gegangen bin, in die Arbeit gegangen, also in die Arbeit, wo ich gelernt habe, also ich habe Praktikum machen können und bin dann wirklich nochmal in die Gastronomie reingegangen. Mein damaliger Chef, so krass, der hat gewusst, dass ich komme. Was macht er? Er macht erstmal Urlaub, weil er gewusst hat, dass ich komme, dass ich die Küche mach und gleichzeitig noch einen Service. Und Alter, wenn du das Stehen nicht mehr gewohnt bist und so einen gemütlichen 8, 9, 10 Stunden Tag erstmal runterrotzt mit Springer sein, Küche und Schank, boah, ich hab's gehasst. Also ich muss echt sagen, das war das schlimmste Praktikum für mich ever. Aber es hat mich so fucking geerdet, also 4 Wochen lang einfach. Erstmal Respekt an alle, die Gastronomie arbeiten, die körperlich extremst intensiv arbeiten. Also klar, wenn man das, also ich sag mal, könnte ich auch noch, aber ich mag das einfach nicht mehr, weil ich weiß, wie ich dadurch geworden bin. Und es war ja auch so, ich wollte das Ganze, wie ich damals war, auch von den Gedanken her und alles, das hat ja keinen Sinn bei mir ergeben. Ich wollte das halt keinem Menschen antun. Also wirklich, ich wollte es wirklich keiner Person in meinem näheren Umfeld antun, wie ich damals war. Deswegen habe ich mich extremst zurückgezogen. Und für mich war dann auch dieses Internet, dieses Social Media, das war dann der 14.04.2020, seitdem jeden Tag Instagram, 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 YouTube, 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 und jetzt auch TikTok, Telegram, Newsletter. Ich arbeite auch viel oder, ja, viel vielleicht jetzt nicht, aber ich arbeite halt anders. Ich arbeite jetzt smart. Und habe halt festgestellt, so, mein, dann reicht es halt auch mal 30 Stunden in der Woche zu arbeiten. Aber man muss sich halt dann nicht wundern, wenn es finanziell vielleicht mal etwas knapper wird oder sonst irgendwas. Also möchte mich da auch nicht beschweren, aber es ist schon echt krass, wie sich ein Mensch verändern kann, wenn die richtigen Zahnräder gedreht werden. Und ganz ehrlich, das, was ich heute leben darf, hätte ich früher niemals gedacht. Ihr wollt schon immer wirklich auf Langzeitreise gehen, aber ich habe mal so gedacht, so, ja, mit 1000 Euro kommst du dann schon aus, lebst halt so zu 3, 4, 5 Euro Unterkünfte, dann brauchst du 150 Euro maximal für die Unterkunft im Monat, das geht auch alles, aber muss ganz ehrlich sagen,
ich bin echt froh, dass sich das ganze Leben verändert hat, dass ich mich auch wirklich dorthin verändert habe, das muss ich jetzt schon auch mal gestehen, wo ich mich gerne gesehen hätte, auch wenn das jetzt alles aktuell noch so ein bisschen neu ist für mich. Aber ich bin geerdet, ich bin jetzt richtig glücklich, weil in Malaysia und Thailand war noch so ein bisschen, ja, war es nicht so einfach mit mir selbst, und deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, umso zufriedener, dass ich jetzt richtig krass geerdet bin. Mir fehlt zwar noch die Leichtigkeit im Leben, aber auch die kommt irgendwann zurück. Und ja, die Quintessenz aus diesem Video, was du mitnehmen sollst, ist definitiv, mach's nicht so wie ich. Leb nicht so extrem sparsam, gönn dir auch mal was. Wie gesagt, auch so Kleinigkeiten wie eine Airport Lounge für 20 bis 40 Euro jeden Cent wert. Und ja, ich verabschiede mich mit diesen Worten. Ich wünsche euch auch mit mir gemeinsam hoffentlich eine richtig geile Reise, und ich hoffe einfach, dass ihr ein bisschen was aus meinen Fehlern mitnehmen könnt, dass ihr nicht diese gleichen Fehler macht und einfach ein bisschen schneller, sichtbar, erfolgreicher werdet, wie ich tatsächlich am Ende des Tages.